Guten Morgen. Heute haben wir wieder Lagerfeuergespräch. Aha, okay. Ah ja, da hat ja die Dings was gesagt, ne? Die Trudi, unsere Bürgermeisterin. Okay, so, pass auf. Ladebildschirm. Morgen, Ori. Oh, ich habe so gut im Blue Moon geschlafen. Ich hatte auch einen wirklich tollen Traum. Ich habe beschlossen, dich heute Morgen selbst abzuholen. Das ist wie damals, als wir Kinder waren und ich dich zur Schule abholte. Hey, lass mich deine Werkstatt sehen. Wie sieht sie aus? Nicht schlecht, nicht schlecht. Hast du diese Maschinen selbst gebaut? Und wow, diese Montagestation ist viel größer als die, die du zu Hause hattest. Hey, ich habe eine Idee. Du warst so lange weg, dass alle schon vergessen haben, wie du aussiehst. Lass uns zusammen ein Foto machen und es den Leuten in Highwind zeigen. Okay, mach mal. Yeah, aber zieh keine dummen Grimassen, okay? Ich will es bei mir haben. Lass uns eine coole Pose einnehmen. Sag Tschüss. Hose im Flug. Gesichtsausdruck normal. Genervt. Da mal lächeln in die Kamera. In die Kamera schauen. So. Und Bild aufnehmen. Oh, wie schön. Nicht schlecht, nicht schlecht. Es ist sogar ein ziemlich guter Schnappschuss. Wenn ich zurückkomme, werde ich es deinen Eltern zeigen. Sie werden sicher stolz sein, deine Werkstatt zu sehen. Also gut, ich werde dir unsere Pläne für heute erzählen, okay? So musst du dir keine Sorgen machen, wenn du mich nicht finden kannst. Ich werde später die Feuchtigkeitsfarm besuchen. Weißt du, sie ist wirklich berühmt. Professor Luo hat sie sogar schon im Unterricht erwähnt. Ich glaube, ich könnte da noch einiges lernen. Wenn du nichts zu tun hast, könntest du vielleicht mitkommen. Okay, los geht's. Also gut, ich werde jetzt rübergehen. Wenn du mit deiner Arbeit fertig bist, kommst du zu mir, okay? Ich will dir all die coolen Sachen aus der Botanik zeigen, die ich in der Schule gelernt habe. Okay, ja, machen wir gleich. Jetzt vom Rathaus. Okay, das ist das mit dem Lagerfeuer-Ding. Das wissen wir. Ori, wie geht es dir? Wir haben alle von dem Banditenangriff auf dem Wasserturm gelesen. Wir waren sehr besorgt. Nia macht sich auch Sorgen. Um dich. Sie ist schon auf dem Weg nach Sandrock, um dich zu sehen. Ist sie schon angekommen? Sieh zu, dass du sie vom Bahnhof abholst. Sei nicht unhöflich. Dein Pa und ich wollten dich eigentlich besuchen, aber wir dachten, Nia wäre besser. Hä? Wieso? Komm doch. Du willst doch nicht, dass dir ein paar alte Kreuze wie wir dir Steine in den Weg legen. Hä? Ich würde mich irrsinnig freuen. Vergiss nicht, dir Zeit für Nia zu nehmen und wenn sie ankommt. Nimm dir Urlaub und zeig ihr die Gegend. Das ist das Mindeste, was du tun kannst. Oh, und ihre Ma wollte einen Sand-Jujube-Kuchen. Also sorge dafür, dass sie mit einem zurückkommt, okay? Meine Eltern sind irgendwie schon mies. Frech, ne? Wieso kommen die nicht? So, warte, hier muss ich wieder nach... Ernten und nachpflanzen. Dann brauche ich Wasser und das. So. Dann mach mal als erstes gleich mal das hier alles. Was war das?
Oh, die zwei kann ich auch noch. Okay. So, warte. Alles gehört gegossen. Das machen wir heute gleich als erstes. So. Ich glaube, die Sachen wachsen tatsächlich nur dann, wenn die richtige Zeit gekommen ist. Sie sind zwar da, aber sie werden erst ausgewachsen, glaube ich. Wenn, weiß ich nicht, Frühling, Sommer, Herbst, wann auch immer die wachsen, da ist. Aber im Grunde jetzt nicht ultra tragisch. So, warte. So, dann haben wir bam, 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 bam. Die gehören hier hin. So. Da will wieder irgendwas Wasser, okay. So, und dann brauche ich jetzt noch die Dingsamen, die Kaktussamen. Die hier. Bam, bam, bam. 9 Stück haben wir, muss ich sowieso zu feucht. Achso. Die kriege ich, glaube ich, nur in der Feuchtigkeitsfarm. Aber da brauche ich, glaube ich, Datendisk für, gell? Okay. Okay, dann gehört hier alles sortiert. So, das gehört wieder rein. Wie sieht es eigentlich beim Generator aus? Ah, da ist nichts drin. Okay. So, beim Wasser. Naja, gut, das passt ja. So, da ist noch Dünger in Arbeit. Nähmaschine, da haben wir nichts drin gehabt. So. Da können wir wieder was reinschmeißen. So. Und Kupferschrott. Da haben wir Eisenschrott. Da können wir wieder nachfüllen. So. Okay, dann machen wir es so. Dann schauen wir mal unseren Dolch an. Flinke und gerissene Kämpfe bevorzugen den Doppeldolchstil. Die Bronzeklingen sind exponentiell tödlicher als Steindolche. Okay. Wir haben jetzt drinnen 30, 35 und er macht 44, 49. Das heißt, die zwei kann ich eigentlich weggeben. Okay. Hartholzdielen, das ist alles fertig. Passt. So, ein Veredler. Was passiert eigentlich, wenn ich, kann ich den hier veredeln? Was passiert dann? Jetzt macht die aktuell 44,49. Ja, und wenn wir sie veredeln, 56,61. Okay, dann können wir es nochmal veredeln. ...65,74. Okay, verursacht 12% mehr Schaden bei Gegnern mit niedriger Stufe. Maximale LP nach dem Besiegen eines Feindes um 2% erhöht. Okay. Stelle 2% Lebenspunkte, wenn deine LP unter 30% liegen. Okay. Was, ich kann meine Kleidung auch aufwerten?
haben da mal ja genug. Machen wir das. So, 3 und 7. 4 und 8. Naja, okay. So. Oh. Jetzt habe ich gar nicht geschaut. So, neue Werte annehmen. Machen wir hier neue Werte annehmen. Und bei den Schuhen neue Werte annehmen. Okay. Die kann ich auch aufwerten? Nee, oder doch? Ich kann eigentlich voll viel aufwerten. Okay. So, warte, die Verkaufstruhe. Da brauche ich das und das brauche ich jetzt nicht mehr, weil wir haben jetzt den. Das können wir eigentlich auch verkaufen. Minimaler Schaden, maximaler. Das kommt weg. So, dann haben wir mal alles sortieren. Das Gemälde, das könnte ich eigentlich drinnen aufbauen. Warte mal, die Lupe. Ich glaube... Ob ich die brauche, weiß ich nicht. Wir tun sie einfach weg. So. Bin ich unsicher. Okay, dann belassen wir das mal bei dem. So, jetzt schauen wir noch. Was haben wir da heute drauf? Wooden Stick. Was? 6 Stück. Warte, warte, warte. Ah, da kriege ich nur 5 Stück raus. Egal, wir machen mal die 5. Vielleicht kommen wir ja dann nochmal rüber. Ich nehme das jetzt trotzdem an. 10 Tage, aber was hat es denn mit dem jetzt auf sich? Ach so. Das ist nur Pumprohr. Kann ich, glaube ich, auch machen. Schalttafeln. Und die nehmen wir. Das ist schon eine Aufgabe dieser Stufe. Okay, warte mal. Die Pumprohre können wir machen. Und die Schalttafeln können wir auch machen. Okay, dann gehen wir mal das machen. Ach so, ich wollte eigentlich schauen. Hast du irgendwas gefressen? Wüstenpilz greift da gar nicht an. Die Kastanien sind... besser auf jeden Fall wie die Kartoffeln. Okay. Aber die Tomaten sind ihm noch immer am liebsten. So, dann fangen wir mal an hier. Was ist denn los hier heute? So. Wir müssen dann sowieso auch zur Feuchtigkeitsfarm. Das ist der Chief. Ist Nemo nicht hier? Kleiner Spreuzfreund ist nicht hier. Okay. Da müsste irgendwo noch eine Truhe sein. Ich weiß nicht wo. Hier halt keine Truhe. Okay, dann müssen wir danach ja schauen. So, warte mal, zuschauen wir mal da nach oben.
Weil hier, warte mal, wenn ich jetzt hier hochgehe. Ist das vielleicht im Haus drin? Komme ich da irgendwie in das Haus rein? Nee, drinnen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht dann wirklich auf dem Berg nach oben? So, wer ist denn hier? Da haben wir mal die Dan B. Dein Auftrag, bitteschön. Dann haben wir in Owen seinen Auftrag. Bitteschön. Achso, du brauchst was. Ach so. Hä? Dann kriegst du die hier. Dann brauchen wir wieder zwei seiner Kuder. Okay, und die können wir auch mal abgeben. Okay, okay, okay. Komisch, jetzt leuchtet wieder keine Truhe auf. Naja, ich weiß es nicht. So. Gehen wir das hier noch ab im Qui-Qui. Hi, dein Auftrag, deine Schalltafeln. Bitteschön, ja. Ist alles brauchbar, was ich mache. Hallo? So, wo bist du jetzt? Hier bist du. So, und wir jetzt auf zur Feuchtigkeitsfarm. Gut, 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 gut. Außer Weizen haben wir auch Kartomaten. Schau, da drüben sind sie. Am Anfang hatten wir wirklich mit dem Sandhüpfern zu kämpfen. Es hat ein paar Generationen gedauert, bis wir etwas gezüchtet hatten, das ihnen etwas entgegensetzen konnte. Das ist wirklich ein langer Prozess. Wir haben letztes Semester auch Kartomaten in einem unserer Versuchsgewächshäuser angebaut. Ich hatte den höchsten Ertrag an Tomaten, aber die Kartoffeln, die sie produzierte, das muss etwas mit dem Boden zu tun gehabt haben. Hallo Ori, ich habe gerade mit deinem Freund hier gesprochen. Ah, du bist hier, Ori. Mr. Zecke hat mir gerade die Feuchtigkeitsfarm gezeigt. Er sagte, du hast das Hydrogel repariert. Übrigens, Herr Zecke, Professor Luo hat gesagt, dass Sie die Bewässerungstemperatur kontrollieren müssen, wenn Sie größere und saftigere Tomaten anbauen wollen. Wenn die Temperatur zu niedrig ist, können die Nährstoffe nicht richtig aufgenommen werden. Interessant, das habe ich nicht gewusst. Oh, und nenn mich einfach Zecke. Ori, ich habe mich gerade an die kleinen Gewächshäuser erinnert, die du für mich gebaut hast. Ich habe dort ein paar Bananenbeeren gepflanzt. Sie sind köstlich geworden. So, so süß. Ah, tut mir leid. Meine Gedanken springen oft umher. Ich sage einfach, was mir gerade in den Sinn kommt. Ori nannte mich deswegen immer Goldfisch. Ich verstehe dich. Es ist schön, jemanden zu finden, der eine ähnliche Liebe zur Botanik hat.
Ori, was ist mit dir? Gefällt es dir, hier zu pflanzen? Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich bin der beste Bauer der Stadt. Was meint sie mit hier? Das ist schade. Warum versuchst du es nicht einfach? Wenn du dein eigenes Essen anbaust, ist das wirklich ein tolles Gefühl. Ach übrigens, Miss Zecke, ich muss dich etwas fragen. Das ist das Holzkürbissaatgut, das von unserer Schule gezüchtet wurde. Die Schule hat gehört, dass ich nach Sandrock komme und hat mich gebeten, dir diese Samen zu geben. Die Lehrkräfte sind neugierig, wie diese Samen in einem Wüstengewächshaus wachsen werden. Wenn alles gut geht, wirst du vielleicht schon bald Holzkürbisgerichte essen können. Danke. Ich nehme das im Namen von Sandrock an. Ori, lass uns das gemeinsam einpflanzen. Okay. Kriegen wir dann auch neue Pflanzen für uns zu Hause? So, das waren alle. Danke für deine Samen hier. Danke auch dir, Zecke. Ich habe heute eine Menge gelernt. Also, passt auf euch auf. Ich muss mich um ein paar Feldfrüchte kümmern. Das war wirklich toll. Ich habe eine Menge gelernt. Ich muss los einen Bericht für die Schule schreiben. Mensch, ich habe gerade so viele Ideen. Als ich mit dir abhing, fühlte es sich wirklich so an, als wäre ich schon seit Jahren hier gewesen. Wenn ich ehrlich bin, würde ich gerne noch etwas länger bleiben. Ah, du bist hier jederzeit willkommen. Eigentlich nicht, aber okay. Nun ja, ich wünschte, ich wüsste, wann ich zurückkommen kann. Nun, danke, dass du heute mit mir gekommen bist. Ich will dich nicht länger aufhalten. Ich werde mich in der Stadt umsehen. Ich will mir die Sehenswürdigkeiten ansehen. Ich werde mir morgen früh abreisen. Okay. Das heißt, hier haben wir aber jetzt keine neuen Samen nicht drinnen, oder? Nö, ist alles noch beim Alten. Ja, und die Kaktussamen. Ich kann mir nur 2 leisten. Okay. Das heißt, ich müsste eh mal wieder in die Gecko rüber, ne? Das könnte man ja machen. Dann könnte ich noch wegen dem Holz schauen. Was leuchtet mir da jetzt auf? Achso, Friedhof am Ende der Straße. Haben wir wieder was für ein... Oh Mann, wie heißt er jetzt wieder? Ja, schauen wir mal. Achso, das ist... Entschuldigung, sind Sie Mr. Mord? Ha, Mr. Mord war mein Vater. Bitte nenn mich einfach Mord. Mord, freut mich, dich kennenzulernen. Bevor ich hierher kam, habe ich schon so viel über dich und Martle erfahren. Ihr seid eine Inspiration. Ihr habt nicht nur eine Stadt in der Wüste gebaut, sondern auch die Grenzen der menschlichen Zivilisation erweitert. Selbst jetzt kämpft ihr noch gegen die Sandstürme. Ich fürchte, du lobst mich zu sehr. Wir waren einfach jung und stolperten über eine wunderschöne Oase. Aber die Zeiten haben sich seitdem geändert. Ich fürchte, es ist nicht mehr die Stadt, die wir einst fanden. Mach dir keine Sorgen, Mord. Ori wird helfen, die Stadt wieder aufzubauen. Und in Zukunft werden viele Leute kommen. Ich hoffe, dass ich diesen Tag erleben werde. Ah,
Okay, dann war das das. So, das heißt, schauen wir rüber in die Gecko. Wir brauchen da eh noch immer was für ein Qui. Oder warte mal, ich könnte auch hier nochmal reinschauen, ob wir hier noch irgendwas bauen könnten. Haben wir irgendwas? Nee. Nö, gar nichts haben wir. Okay. So. Dann auf hier. Wir fahren natürlich wieder mit dem, weiß ich nicht, wie das. So. Wir überspringen das Ganze natürlich. Das haben wir jetzt eh schon gesehen. So, jetzt brauche ich noch irgendwo so ein Holz. Hier ist kein Holz. Wie sieht es eigentlich auf der Map aus? Kann ich hier noch weiter runter? Warte mal, wir schauen da jetzt. Ah, hier vor meiner Nase steht ein riesiges Teil. So. Ich glaube, das müsste dann eigentlich eh reichen, dass wir die Dings machen könnten, oder? Vier, ich glaube ja. Ich müsste mal schauen, ob ich mir schon ein besseres Werkzeug machen kann. Ja, das reicht. Das reicht. So, dann schauen wir in der Gecko noch ein bisschen weiter, ne? Wäre vielleicht nicht schlecht, dass wir endlich mal das Dings finden, dafür ein Qui. Aber die Frage ist, wo werde ich das finden? Das ist irgend so was Grünes. Was ist denn das? Chromerz. What? Ja, aber da ist es nirgends dabei. Okay, wir schauen hier rein. Was, ich muss schon wieder einen Wochenpass kaufen. Okay, dann kauf meinen. So. Ah, hier haben wir ja schon alles abgesucht, ne? Das war ja, da waren wir ja schon überall. Oh, da habe ich anscheinend dann was übersehen. Genau. Da müssen wir nur durch. Okay, okay. So, dann fangen wir hier gleich mal wieder an. Was war denn das? Nein, nein, nein! Den habe ich. Hä? Also, das war heute mies. Den habe ich halt gar nicht gehört und gar nichts. Ich will das noch zuerst haben. Achso. So, und dann schauen wir hier weiter. Liegt das unten dabei oder liegt das hier? Ah, da haben wir das erste Stück mal, was wir eh brauchen. Okay, hier ist sonst nichts. Das nehmen wir natürlich mit.
sonst ist hier auch nichts. So. Dann hier geht's eh weiter und machen wir hier noch fertig. Sonst auch nichts mehr. Okay, okay. So. Genug Ausdauer, okay. Das müssen wir dann das nächste Mal schauen. So. Dann gehen wir wieder an die Arbeit. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Also Dings müssen wir jetzt normal beisammen haben. Dass ich da den letzten, das Holzstab-Dingsbums machen kann. Das müsste jetzt eigentlich dann passen. So, ab nach Hause. Ne, hier rum. Und Santa Cuda brauche ich noch. Ich habe gar nicht geschaut, was haben wir denn heute Marktpreis. So, warte. Du kannst erstmal zurück nach Hause gehen. Dann brauche ich hier die Pflanzenruhe. Das gehört wieder gegossen. Da ist schon wieder was fertig. Dass das alles nicht gleichzeitig fertig wird. Oh, Coco hat sich verfangen bei uns. Okay, dann haben wir hier, brauchen wir noch ein Stück. Okay, so warte mal, kann ich hier das jetzt noch annehmen, das eine? Ja. Okay, dann geben wir das noch ab. Warte, hier füllen wir gleich wieder auf. Gummischrott, Gummischrott. So, dann haben wir hier jede Menge Dünger. Was ist denn das? Lebenspunkte. Ja, das brauche ich nicht unbedingt. Da könnte man blaue Farbe machen, weißt du was? Mach mal. So. Dann brauche ich auf jeden Fall irgendwas zu essen. Haben wir 26 Stück. So, das kann ich doch noch aufmachen. Dann brauche ich noch Santa Cuda. So, pass auf. Haben wir hier noch irgendwelche solche Beeren? Ja. Achso, nicht genug Ausdauer. Warte. Achso. Das möchte ich einmal aufmachen. Und wo sind sie? Hier sind sie. Die sammeln wir. Ist der zweite auch da? Anscheinend nicht. Okay.
sind lauter große. Ich brauche die normalen. Ah, da ist schon einer dran. Ich verbrauche jetzt hier noch schnell meine letzte Energie. Und dann müssen wir eh zum Dings gehen, in den Blue Moon. Dann kann ich gleich schauen, was wir am Marktpreis haben. So. Und das war's. Wir sind der Kuh, der Hammer. So, warte. Wir holen uns das jetzt. Wir verfolgen das jetzt. Und das. Dann machen wir. Hoppla, nee. Da war falscher Knopf. Dann erledigen wir die zwei Sachen noch. Da laufen wir jetzt ohne Kamel. Das, glaube ich, passt schon, oder? Ich denke auch. So, Dolly. Owen, wir sind hier. Hi. Ja. Bitte schön, dann brauche ich hier den Marktpreis. Oh, ein Freundschaftsrabatt. Oh. Sehr cool. Okay, verkaufen braucht man heute nichts. Mancho, hallo. Haben wir heute schon? Habe ich noch ein Hundefutter bei? Eines. Okay, dann gebe ich das nicht ab. Willst du vielleicht so einen Fisch haben? Oh, plus 6. Ah ja, das Lagerfeuergespräch war doch heute. Verdammt. Oh no. Wann war denn das? Hä? Ups. So, mit dir haben wir heute schon. Hi, Nemo. Magst du wieder ein Hundefutter haben? Wo ist es denn? Hier? Gar kein Freundschaftsding.
Mit dir haben wir heute auch noch nicht, okay? Kriegst du auch so... Magst du so einen Fisch? Ja. Okay. Dann haben wir soweit mal alles erledigt. Da haben wir eines bis jetzt. Die zwei fehlen uns noch. Da müssen wir das nächste Mal, wenn wir schauen, in der Wüste drüben, dass wir ihn eventuell noch mit erwischen. So, warte, in die Verkaufstruhe. Kann auf jeden Fall. Warte mal, wir sortieren mal. Machen wir es so. Das ist ein Sandakuda. Okay. Den können wir auf jeden Fall mal reingeben. Achso, das mit den Pflanzen mache ich nachher, weil ich muss da eh anscheinend schon wieder was nachpflanzen. Okay, dann hauen wir hier. Achso, da haben wir nur einen. So, die Farbe. Was brauche ich? Ein Wasser und was ist das? Kartomaten. Wasser haben wir bei. Und Kartomaten. Okay. Ah! Stroh habe ich wieder vergessen. So, warte. Stroh. So, und hier die Kartomatensamen. So, dann haben wir das auch gleich. Dann haben wir hier noch eine Pflanze, die bewässert gehört. Alles andere passt. Okay. Die Kartomaten. Warte mal, Kaktussamen. Die sind dann eh das ganze Jahr. Frühling und Herbst. Wachsen aber jetzt auch. Na, dann habe ich keine Ahnung. Dann habe ich keine Ahnung. Okay, das heißt, wir haben alles erledigt. Hier müsste dann auch... Füllen wir auf. Dann hier machen wir... Stahlstangen. Und Mangan. Kann ich nicht mehr machen. Ah, hier. So, okay. Dann haben wir hier drinnen... Machen wir hier mal 6 Stück. Und hier machen wir gleich ein paar mehr noch. Gusseisenrohr. Machen wir Gummiriemen noch nach. Passt. Die werden jetzt alle zum Ernten. Haben wir noch Zeit für das? Und zwar brauche ich das, das und das sind die hier. Sofern die anderen noch was werden. Nee, die brauchen noch. Okay, dann machen wir das morgen. Perfekt, dann sage ich Dankeschön. Schon mal.
Das eine Bild schauen wir uns noch an, ob ich das aufhängen kann. Das hier. Die Frage ist, wo? Ich brauche eindeutig schon ein größeres Haus. Machen wir das dahin, passt schon. Sage ich Dankeschön, gute Nacht und bis morgen.